Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, irgendwie scheint Tamriel anders als unsere Welt zu funktionieren, weil je später es am Mittag bei uns wird, umso dunkler wird es in der Nacht in Tamriel. Keine Ahnung warum. Das war das Falsche. Da wollte ich nicht runterspringen, aber den Weg können wir auch nehmen, so wie es aussieht. Ist hier irgendwo ein Gegner? Sonst können wir hier so runterscrollen. So, ja, wir sind immer noch in der Wüste, wie ihr seht. Und haben jetzt irgendwie zwei neue Quest-Teilnehmer. Okay, wir fangen mal mit dem hier an. Freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Jetzt verstehe ich, warum Tuvaka mich gebeten hat, hierher nach Hundings Wacht zu kommen. Wenn ihr die Alik-Wüste vor der verdorrten Hand retten wollt, gibt es Dinge, die ihr von den Geistern dieses Ortes lernen müsst. Es gibt hier Geister. Ja, sehr viele. Und Pilger aus ganz Hammerfall kommen, um sie zu ehren. Die Helden unserer größten Kriege. Das ist meistens eine stille Angelegenheit. Doch wenn jemand wie ihr eintrifft, erwachen die Geister von Freund und Feind gleichermaßen, um ein Abbild der Vergangenheit zu erschaffen. Was wollen Sie erreichen? Sie wollen euch eine Lektion lehren. Falls ihr der Champion von Nalik werden wollt, müsst ihr die Geister dieser Wüste und ihr Volk verstehen lernen. Duaka sagt, ihr müsst in die Fußstapfen unserer Helden treten und die Geister jener Feinde besiegen, denen sie sich gestellt haben. Dann werdet ihr verstehen. Nun gut, ich werde gegen diese Geister kämpfen. Zuerst werdet ihr euch dem nedischen Volk stellen. Als die Rovada das erste Mal an diesen Ufern landeten, haben die Nedier sie zuerst herausgefordert. Bekämpft die Geister der nedischen Soldaten. Holt euch ihre Essenzen und verwendet sie, um ihren Anführer, Kriegshäuptling Hakon, zu rufen und ihm gegenüberzutreten. Wer waren die Rover da? Das war der Name unserer jokudanischen Ahnen, während ihres Auszugs aus unserem alten Heimatland. Nachdem Yokuda im Meer versank, sind wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause hierher gesegelt. Ihre Ankunft war nicht friedlich. Wisst ihr, der Ausdruck Rovada bedeutet Kriegerwelle. Und wer waren die Nedier? Die Nedier sind die Urahnen unserer menschlichen Verwandten hier in Tamriel. Jene, die auf der Insel Herne lebten, hatten sich schon lange vor der Ankunft der Rovada immer wieder den Elfen widersetzt. Als sie die jokudanischen Segel sahen, griffen sie erneut zu den Schwertern. Ich nehme an, Sie haben verloren. Sie lieferten sich ein gewaltiges Ringen. Wir ehren ihre Tapferkeit. Aber nein, sie fielen dem Ansturm der Yokuda zum Opfer, wie so viele andere auch. Kehren die Priester zu Tuvakas Thron zurück? Ja, meine Freundin, wenn auch nur langsam. Nicht alle hören so auf Tuakas Worte, wie ich es tue. Da die verdorrte Hand nun vernichtet wurde, haben wir viel zu tun. Alle Leichname müssen gewaschen und in frische Bandagen gewickelt werden. Bei Zeds Tränen, wir werden mehr Turnhüter brauchen, da bin ich mir sicher. Okay. So, dann, wenn ich einiges gelernt habe, dann, wenn solche Sachen nebeneinander stehen, dass man beides gleichzeitig annehmen sollte. Satakal war die erste Schlange. Die erste. Shiri sagte, ihr könntet vielleicht etwas über die dritte Wehr der Anzai wissen. Shiri? Ich kenne diesen Namen nicht. Noch weiß ich etwas über irgendeine Wehr der Anzai. Ich weiß nur, dass Satakai sich bald selbst verschlingen wird. Dass er uns alle verschlingen wird. Wir müssen sie warnen. Oder müssen wir das eigentlich? Nein, es spielt keine Rolle. Okay. Der Tod. Ich habe jetzt nicht wirklich was verstanden. Aber anscheinend brauchen wir hier zumindest nichts zu machen. Das ist schon mal gut. Es Das sind tut die weh. Guten. Das sind die Schlechten. Seid ihr die Nedischen? Media-Berserker, ja, okay. Dann holen wir hier auch nochmal ein bisschen Essenz. Tötet den Kriegshäuptling.
Die Frage ist jetzt, wo müssen wir da genau hin? Ihr seid hier nicht willkommen. Wir werden unser Land verteidigen. Hä? Ach so, hier, er ist es. Ach, mein Gott, sag mir das so früher. Hallo, was war das jetzt? So, wollt ihr jetzt auch noch was haben, oder was? Gute Nacht. So, sprecht mit dem Torhüter. Der ist ungefähr... Nee, der ist jetzt woanders. In unserem Kampf gegen die Nedia haben wir die raue Kraft der Missachtung gesehen. Wir kamen, um Tamriel und seine Krieger zu respektieren. Ihr müsst jetzt die Riesengoblinbrut bekämpfen. Der lange Weg der Rovada zur Eroberung ist mit tausenden Leichen dieser Bestien gepflastert. Ich habe noch nie von Riesengoblins gehört. Ja, derlei Dinge sind wohl nur schwer vorstellbar. In jenen Zeiten waren Goblins mächtige Bestien, deren Grausamkeit noch nicht von ihrer heutigen Feigheit geschmälert wurde. Ihre schäbigen Festungen verunstalteten die Sande Hammerfalls wie Pockennarben, als die Rovada ankamen. Das klingt schrecklich. Wirklich schrecklich. Unsere jokudanischen Ahnen konnten einen solchen Makel an ihrer neuen Heimat nicht ertragen. Sie duldeten keine Rivalen. Und so scharte einer unserer größten Helden, Frandar Hunding, die Schwerter der Rovada um sich, um diese Bestien zu erschlagen. Was ist mit ihm passiert? Ah, Tuvaka holte ihn während einer der blutigsten Schlachten dieses Feldzugs zu sich. Doch sein Sohn, Divat, voller Zorn über den Tod seines Vaters, stand bald bereit, um die Führung über die Rovada zu übernehmen. Er schwor, seinen Vater zu rächen, koste es, was es wolle. Hatte er Erfolg? Das Lied von Divat erzählt uns, dass er und seine Gruppe von Schwertsängern an ihren heiligen Schmieden arbeiteten und viele lange Jahre unheimliche Folianten zu Rate zogen, um 5 große Schwerter zu erschaffen. Mit diesen gesegneten Klingen bezwangen die Rovada die Riesengoblins für immerdar. Was ist meine Aufgabe? Nun, Tuaka sagt mir, dass ihr mit den Geistern der lange ausgestorbenen Riesengoblinbrut kämpfen müsst. Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Doch nur Narren zweifeln an Tuakas Weisheit. Ja, Kieselzahnplinker. Ich weiß nicht, sollen die das jetzt sein? Wir probieren es mal. Ihr seht jetzt nicht nach Goblins aus, aber ihr seid halt eben Geister. Doch, die sind das aber. Okay, wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung ich mich jetzt durchkämpfen muss. Ich gehe mal nach da. Ach so, doch, der mit den... Ah, jetzt habe ich es erst gesehen. Der mit den Hörnern, der gehört dazu, ne? Hast du? Nee, du hast gar keine Hörner. Gehörst du trotzdem dazu? Ah, nee, ich muss jetzt den Häuptling töten. Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. Hier wird nichts entschieden, Basti. Dreckige Rovada! Ich werde eure Knochen als Zahnstocher verwenden! So. Wo ist er? Ist wieder irgendwo hinten durch, ne? War ja klar. Ich darf hier wieder alleine durchreiten. Ja, natürlich. Leute, lasst mich doch einfach mal in Ruhe mit den Leuten sprechen. Das ist ein MMO. Da geht's um die Quests. Ironischerweise haben wir in unserem Kampf gegen die fürchterlichen Goblins damit begonnen, die Wüste und ihre einfache Schönheit zu lieben. Jetzt müsst ihr den stolzen Ork-Kriegern des alten Orsinium gegenübertreten. Der Kampf um die Ork-Stadt war eine unserer größten Prüfungen. Erzählt mir von Orsinium. Es ist das Herz des Ork-Reichs in Tamriel und liegt am Fuß der Vrodgarischen Berge. Es ist eine Stadt der schlichten Dinge, dreuend und kalt. Sie wurde unzählige Male geschleift und wieder aufgebaut.
Die Orks sind ein zähes Volk. Ich nehme an, dass auch die Yokudana einmal unter den Eroberern waren? Eroberer ist ein großes Wort. Aber ja, natürlich waren sie das. Unsere Ahnen und die Bretonen belagerten die Stadt 30 Jahre lang, ehe sie ihre Mauern durchbrechen und alles dem Erdboden gleichmachen konnten. Die Orks erwiesen sich als furchteinflößende Gegner. Was ist meine Aufgabe? Ihr müsst den alten orkischen Gespenstern im Kampf gegenübertreten und danach General Teshagar, ihren Anführer, beschwören und besiegen. Duaka sagt, so ließe sich große Weisheit erhalten. Naja, von der Weisheit bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt, aber ich vertraue dem mal. So, tut mir leid, aber Platinflöz müssen wir mitnehmen, von wegen fast nichts mehr da, ne? So, drei Orkgeister. Seid ihr Orks? Ihr seht nicht so aus, ehrlich gesagt. Aber ihr wart welche, okay. So, jetzt ist die Frage, kommt der dann gleich hier hin? Dann würde ich nämlich den hier, also die hier nochmal kaputt machen. Ah ja, ich hab's geahnt. Da müssen wir nämlich nicht so weit laufen. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir werden unser Land verteidigen. Aua. Was war das denn gerade? So, wo ist er jetzt schon wieder? Irgendwo da hinten durch, ne? Alter. Nun. Die Schwerter der Yokuda wurden nicht oft weggesteckt. Unsere lange Belagerung Orsiniums hat uns den Wert der Geduld gelehrt. Jetzt müsst ihr euch den Kräften des Bretonenkönigs Joili entgegenstellen. Eine trügerische Natter, deren Hunger nach Macht zu gebrochenen Allianzen und unzähligen Schmerzen geführt hat. Wer war König Joili? Er war während der Belagerung von Orsinium der König von Dolchsturz. Die Asche der orkischen Festung war noch nicht kalt, als er seine Waffen gegen unsere Ahnen, seine ehemaligen Verbündeten, erhob. Er wurde von einem heldenhaften Schwertsänger bei der Schlacht am Bankorai-Pass erschlagen. Was ist meine Aufgabe? Ihr müsst die hinterhältigen Geister der bretonischen Armee von König Joili unschädlich machen. Und dann König Joili selbst, vermute ich. Duaka wird über euch wachen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke jedes einzelne Mal, wenn er Duaka sagt, muss ich an Chewbacca denken. So. Ich denke mal, wir müssen in die Richtung. Also nehmen wir die mal als nächstes. Was tun? Tötet den König, ja. Schwuppdiwupp, wo ist er? Dummer Rotwardone, ihr habt euren Zweck erfüllt. Jetzt werdet ihr sterben. Ich bin aber kein Rotwardone, ich bin eine Bretonin. Und deswegen sterbe ich auch nicht. So, wir müssen an der Spitze von... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo man... Achso, hier hoch. Habt ihr keine Angst? Wie weitläufig kann so eine Gegend eigentlich sein? Das ist ja schlimm. Joilis Verrat hat uns noch eine Tugend gelehrt. Vorsicht. Skepsis. Wir vertrauen nur langsam, aber bleiben stets treu. Ihr habt den Gipfel erreicht. Der Gott des freien Weges sieht viel auf dieser Höhe. Habt ihr die großen Lektionen dieses Ortes gelernt? Nö. Vielleicht. Was ist das für eine Lektion? Die wichtigste Lektion von Hundings Wacht lautet... Kriege gehen vorüber, aber Ehre währt ewig. Die Dünen der Zeit wandern beständig umher. Könige steigen auf und fallen. Städte werden geschleift und wieder errichtet. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen.
Doch Ehre und Ruhm, Legenden bleiben bestehen. Ja, nur dass Legenden faktisch nichts mit Ehre und Ruhm zu tun haben, weil Ehre vergeht, Ruhm vergeht genauso. Die Legenden bleiben aber. Wir haben einen schweren Torso in Lehrend bekommen. Euer Heldenmut hat einen mächtigen Klang. Die Helden selbst sind hier erschienen. Makela Leki, Derik Halin und sowohl Franda als auch Divat Hunding. Ihre Geister sind gekommen, um euch zu begegnen, euch herauszufordern und euch zu unterweisen. Ich muss dann also jetzt gegen die Helden selbst kämpfen? Nein, ihr werdet nicht die Klingen kreuzen. Die Schwertsänger waren ebenso sehr Magier wie Krieger. Sie trachteten nach einem starken Körper und einem starken Geist. Diese Geister werden zu euch sprechen. Wählt eure Worte mit Bedacht. Tuaka sagte, dass sie euch unterweisen wollen und vor eine Prüfung stellen. Bitte nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wie die Antworten sind. In Ordnung. Ich werde mit den Heldengeistern reden. Wenn ich sie finde. Wie weit ist nach unten? Achso, da. Wir müssen Verhandlungen in Erwägung ziehen, mein Sohn. Zu den Hunden damit! Hira hat meine Mutter getötet, deine Ehefrau. Es ist wahr, was du sagst. Aber es werden noch viel mehr Ehefrauen und Schwestern sterben, wenn wir das Schwert erheben. Die Höhle hat einen Feigling aus dir gemacht. Wir müssen kämpfen. Oh mein Gott. Kann das sein, dass das die Synchronstimme von dem Dings hier, von The Last of Us ist? Für sich selbst zu entscheiden ist einfach. Für eine Nation zu entscheiden ist schwierig. Die schwerste Klinge ist federleicht im Vergleich zum Vertrauen des eigenen Volkes. Bleibt ein wenig und hört mir genau zu. Mach ich! Ich bin mir sicher, es ist seine Stimme. Ja, bitte fahrt fort. Ein Tyrann bedroht euer Volk. Wenn ihr euch ihm unterwerft und seine willfährige Dienerin werdet, wird er eurem Volk gegenüber Gnade zeigen. Wenn ihr angreift, werdet ihr und euer Volk aus eurem Heimatland vertrieben und aufs Meer verbannt. Was würdet ihr tun? Also ich würde mich niemals im Leben irgendjemandem unterwerfen. Allerdings angreifen ist natürlich auch so eine Sache, ne? Er wird meinem Volk gegenüber Gnade zeigen. Okay, ist positiv. Wir werden aus dem Heimatland vertrieben und aufs Meer verbannt. Muss jetzt nicht unbedingt was Negatives sein. Also ich persönlich würde mich nicht unterwerfen, sagen wir es mal so. Aber ich denke, dass wahrscheinlich danach gefragt wird, ob man sich unterwerfen würde wegen dem Volk. Deswegen wähle ich mal, ich würde mich unterwerfen. Eine Unterwerfung hätte uns zwar Frieden gebracht, ja, doch zu welchem Preis? Alles, was Yokuda war und ist, findet seinen Ursprung in der Klinge. Wir durften nicht zögern. Und dennoch gibt es immer einen Preis zu entrichten. Ich habe das Schwert gewählt und unzählige Leben gingen verloren. War dies das höhere Gut? Okay, also es geht wohl doch nicht nur darum. Wie gesagt, ich hätte mich auch nicht unterworfen. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass es halt darum geht, ne? Die Goblins rücken näher, mein Fürst. Sie werden unsere Speer niedermetzeln. Wir müssen diesen Pass halten oder der Krieg ist verloren. Ihr Opfer wird in ewiger Erinnerung bleiben. Viele unserer edelsten Krieger werden getötet werden. Wie könnt ihr euch nur von ihnen abwenden? Eine Ziege läuft weg, wenn man sie schlägt. Ein Schakal beißt, wenn man ihn verfolgt. Nur der Mensch kann sich entscheiden, nichts zu tun. Der Weg der Zurückhaltung ist oft der schwierigste. Ich stelle euch eine Frage. Eine, die mir noch immer keine Ruhe lässt.
Ja, fahrt fort. Ihr seid eine Speerin einer großen Armee und liegt auf einem Berg in Stellung. Im Pass unter euch rückt eine Gruppe feindlicher Soldaten langsam auf euren teuersten Freund vor. Verlasst ihr euren Posten, um eurem Freund zu helfen, oder bleibt ihr in eurem Versteck, um danach den Angriff zu melden? Also von der reinen Rechnung her, ne, von wegen Speer und so weiter, wäre es natürlich besser, im Versteck zu bleiben. Ich persönlich würde aber niemals einen Freund im Stich lassen, deswegen, ich helfe meinem Freund. Ja, euer Freund stirbt vielleicht, wenn ihr ihm nicht beisteht. Doch ist nicht eure ganze Armee in Gefahr, falls es euch nicht gelingt, den Angriff zu melden? Wie viele Männer könnten ihr Leben verlieren für diesen einen Soldaten? Ist mir doch egal. Hier werden die eigenen Loyalitäten wahrlich auf eine schwere Probe gestellt. Ich meine, ich würde es sowieso so geschickt machen, dass ich mich nicht erwischen lassen würde. Also wäre es ja im Endeffekt sowieso egal. Die Klingen sind unantastbar. Wir dürfen sie nicht benutzen. Ohne sie wird unser Volk, unsere Zivilisation aussterben. Wenn wir diese Klingen nehmen, droht uns vielleicht deutlich Schlimmeres als der Tod. Alle Entscheidungen haben einen Preis, Reisende. Einige sind nicht der Rede wert, aber andere belasten Generationen. Ich musste zu meiner Zeit aus einem bitteren Kelch trinken und alle Rotwardonen haben den Preis dafür bezahlt. Ich frage mich, ob ihr wohl dieselbe Entscheidung getroffen hättet. Fahrt fort. Riesengoblins, Bestien, die man längst durch Divad bezwungen glaubte, sind zurückgekehrt. Die Schlacht verläuft nicht zu euren Gunsten. Ihr kennt einen Ort, an dem mächtige, verzauberte Klingen verwahrt sind, doch sie sind gefährlich. Sie wurden aus gutem Grund versteckt. Macht ihr die Klingen ausfindig oder kämpft ihr ohne sie? Also in jeder guten Heldensaga ist es so, dass wenn man irgendwo eine Waffe, sag ich jetzt mal, hat, die man nutzen kann, die man holen kann, dass die Leute sich diese Waffe besorgen und im letzten Moment quasi dann wieder da sind und als Held mit dieser Waffe kämpft. Ja, sind gefährlich. Okay, ich persönlich würde sagen, ich kann diese Gefahr aushalten und ich kann sie bezwingen. Deswegen, ich hole mir die Klingen. Ich habe so gehandelt, wie ihr es hättet. Wir haben die Klingen gewählt und die Bestien vernichtet. Doch infolgedessen wurden die Shehai, unsere Geisterschwerter, für immer zerstört. Jahrhunderte bewunderungswürdigster Tradition wurden ausgelöscht. Diese Bürde muss ich auf ewig tragen. Ja. Es ist schon... Man wird schon sehr demütig, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Ich war in jungen Jahren eine Schwester des Geisterschwerts. So jung, wie ich mich erinnern kann. Wenn man so hier diese ganzen Entscheidungen hört und was halt davon abhängig ist. Große Helden werden oft von den größten Zweifeln ob ihrer früheren Entscheidungen geplagt. Sie liegen vergraben im Sand mit den Knochen und zerbrochenen Klingen, versteckt, vergessen. Ich hatte viele Geschichten zu erzählen, aber nur eine ist bekannt. Lauscht meinen Worten. Fahrt fort. Ihr habt eine große Schlacht gewonnen und euch selbst mit Ruhm überhäuft. Doch ihr wurdet schwer verletzt. Ein magischer Gedächtnisstein wird es euch erlauben, eure letzten Gedanken aufzuzeichnen. Denkt ihr an die Schlacht, um den Lauf der Geschichte aufzuzeichnen? Oder verewigt ihr eure geliebte Familie? Also, das mit der Schlacht wäre natürlich auch was, was man überliefern sollte. Aber ich sag mal, da ist es ganz klar, dass meine Gedanken dann nicht bei der Schlacht wären in dem Moment, sondern bei meiner Familie. Familie ist von allergrößter Bedeutung, ja. Doch sind nicht alle Rotwardonen durch Blutsbande miteinander verknüpft?
Indem ihr eure eigene Familie verewigt, beraubt ihr eine Zivilisation womöglich ihres größten Ruhms. Der Preis, zur Legende zu werden, ist hoch. Die Schlacht wird bis heute gefeiert. Doch meine Familie ist verloren. Ganz ehrlich, was interessiert mich die Schlacht oder irgendwelcher Ruhm? Ruhm ist sowieso nichts. Man kann mit Ruhm nichts kaufen, man kann sich durch Ruhm gut fühlen. Ja, das ist aber auch das Einzige. Und es ist halt, ganz blöd gesagt, wie mit Geld. Klar, man kann sich mit Geld einiges leisten, man kann sich mit Geld, je nachdem wie viel es ist, natürlich viel kaufen und auch Wünsche erfüllen und so weiter. Da ist man für einen kurzen Moment glücklich. Aber wenn ich wählen müsste zwischen Geld und Liebe, würde ich immer die Liebe nehmen beispielsweise, weil ohne Liebe ist man nichts im Leben und Geld, ganz ehrlich, ist nicht so wichtig. Und genauso ist es halt auch mit dem Möchtegern-Ruhm und so. Da oben müssen wir rum, ne? Kommen wir da hoch? Nee, anscheinend nicht von hier aus. Okay. Ah, da vorne. Wo sind eigentlich jetzt die ganzen Geister hier hin? Habe ich die jetzt quasi besiegt? Sind die jetzt abgehauen? Nee, hier waren gar keine, ne, in dem Teil. Die waren noch vorne, glaube ich. Suwaka sagt mir, dass die heroischen Geister in ihren Schlaf zurückgekehrt sind. Habe ich die Prüfung der Geister bestanden? Ha, nur Tuwaka kann das wissen, meine Freundin. Ich konnte euch von hier kaum hören. Zum Glück hat Tuwaka etwas von seinem Wissen mit mir geteilt. Was habt ihr erfahren? Ihr zeigt große Weisheit in euren Entscheidungen, meine Freundin. Ihr strebt die höchste Ehre an. Jene, die nur im Opfer gefunden wird. Eure Suche nach der verdorrten Hand ist ein Beweis dafür, oder etwa nicht? Ihr solltet nur wissen, dass Vorsicht bisweilen der Feind des Fortschritts ist. Ist das das, was ich hätte lernen sollen? Was? Nein. Ich dachte nur, ihr würdet gerne wissen, was Tuwaka von euch hält. Er kann andere wirklich ausgezeichnet einschätzen. Nein, die eigentliche Lektion dieser Helden ist es, dass Legenden immer einen Preis haben. Ihr müsst bereit sein, diesen Preis zu zahlen, wenn er entrichtet werden muss. Ja, und wir haben einmal robuste mittlere Schultern vom Set Schwertsänger erhalten. Tuwaka streckt seine Hand aus. Ihr müsst nur das Portal durchschreiten. Dann werdet ihr wieder in die Wüste hinunterbefördert. Okay, dann machen wir das noch. Bitte, sagt mir, dass ihr sie gesehen habt. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht, um wen es überhaupt geht. Aber ich weiß, oh, das sieht schön aus, als ob ich eine Göttin bin. Aber ich weiß, dass wir hier erstmal einen ganz kleinen Cut machen und dann gucken wir in der nächsten Folge, was er jetzt von uns möchte und ja, wie wir hier weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.